Meine letzte Reiseetappe startete morgen kurz nach 4. Ich bin in einem buddhistischen Tempel in Kameoka, in der Nähe von Kyoto. Mein Name ist Patrick Rohr. Seit 4 Wochen bin ich als Fotograf und Journalist in Japan unterwegs. Ich bin dabei, ein Buch zu machen über dieses Land. Ich lerne den Mönch Gensho Hosomi kennen. Er ist ein Roshi, ein alter Zen-Meister. Er führt einen der wenigen Tempel in Japan, in denen auch Ausländer Zen lernen können. Ich mache einen Kreis um den Stein. Du machst den Äußeren in Verbindung dazu. Darum, alle Menschen sind verbunden. Zen öffnet das Herz. Okay. Nichts ist für die Ewigkeit. Ich kann ein neues Muster machen, wenn ich will. Jede Tätigkeit ist in sich perfekt, wenn man die ganze Energie auf den Augenblick lenkt. Das Wichtigste ist das Selbst. Man wendet sich dem Inneren des Selbst zu, dem wahren Selbst. Mit dieser spirituellen gesunden Haltung bringt man den Körper, die Atmung und den Geist in Ordnung. Geist und Körper genesen. Diese 3 Punkte zu trainieren, das macht das Leben mit Zen aus. Es wird Zeit für das Frühstück. Nehmt die Stäbchen aus der Hülle und platziert sie rechts. Dann öffnet die Servietten, nehmt die Schüsselchen mit der linken Hand von links her. Francisco, ein Schüler von Roshi Gensho, erklärt uns Besuchern aus dem Westen die Regeln. Im Zen soll nichts die Gedanken ablenken. Darum ist sogar beim Essen alles streng ritualisiert. Jetzt die nächste Schüssel. Bitte esst schnell und still. Bitte nicht den Rettich essen. Leg die Stäbchen nicht hin, egal was passiert. Ess den Rettich. Reinigt die Stäbchen. Legt sie zurück in die Hülle. Trinkt das Wasser. Das ist die Zen-Weise zu speisen. Alles wird genau und bewusst gemacht. Das ist etwas vom Wichtigsten. Okay. Arigato gozaimasu. Nein, arigato. Okay. Wir gehen in einen anderen Tempel von Roshi Gensho.
Hier machen wir eine Sitzmeditation. Langsam atmen wir ein und wieder aus. Das soll uns helfen, uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. So einfach geht das gar nicht. Ich frage mich, was der Roshi da macht. Und ich befürchte, dass es mich als Nächsten trifft. Tatsächlich. Ich überstehe es und bin nach dem langen Sitzen plötzlich ziemlich entspannt. Das sei auch der Sinn der Schläge, sagt Roshi. Im Sazen sammelt sich die Kraft beim Tanden, dem Zentrum des Körpers. Hier kommt die Kraft her. Dein Zentrum ist schlaff. Dein Tanden sollst du stärken, damit deine Willenskraft und Energie fließen kann. Deine ultimative Kraft. Alles von da. Zen-Power ist das spirituelle Bewusstsein, mit allem verbunden zu sein. Ich zeige dir die innere Kraft mit meinem Körper. So ist dieses Qi leichter zu verstehen. Und dann sagte Roshi, ich soll mich auf seinen Bauch setzen. Wie schwer bist du? Bald 90 wahrscheinlich, 88 Kilo, 88. Auf den? Der Roshi demonstriert, was es heißt, wenn man seine ganze Energie im Qi, im Zentrum des Körpers, konzentriert. Wenn man richtig atmet und geistig wach ist, wird man sich seiner prächtigen Seele bewusst und entwickelt sich. Heute nennt man das auch Mindfulness, Achtsamkeit. Das Wichtigste beim Zen ist, sein Zentrum zu finden. Meine Fotos habe ich mir wieder mal abverdient. Und ich habe jetzt zumindest eine Idee, was Zen bedeutet. Von Kyoto geht meine Reise weiter nach Osaka. Die Stadt ist ein altes Handelszentrum und heute eines der wichtigsten Industriezentren Japans. Der Hafen von Osaka ist einer der wichtigsten im Land. In Osaka gefällt es mir ab der ersten Sekunde. Die Stadt ist sehr lebendig und irgendwie auch weniger hektisch als Tokio. Die Menschen machen einen entspannten Eindruck. Unten am Fluss treten wieder einmal Idols auf, junge Menschen, die berühmt werden möchten. Und wie ich so beobachte, wie die Frauen auf der einen und die Männer auf der anderen Seite des Flusses stehen, denke ich, dass das beinahe symbolisch ist für Japan. Die Menschen hier würden sich nämlich immer weniger binden, habe ich gelesen. Aus Angst, eine Beziehung einzugehen, würden auch immer mehr Leute alleine leben. Warum das so ist, versuche ich heute Abend in der Singles Bar Eden herauszufinden. Frauen, die auf der Suche nach einem Mann sind, warten in einem eigenen Raum. Wenn der Barmanager das Gefühl hat, eine der Frauen passe zu einem Mann, bringt er sie zu ihm. Ich bitte Shingo Hashiguchi, so heißt der Manager, mich zu einer Singlefrau zu bringen. Ohne Paarungsabsicht natürlich. Ich würde sie einfach gerne fotografieren und mit ihr reden. Konnichiwa. Konnichiwa. Sumimasen. Ich darf mich zu Yuki setzen. Sie ist 31 und seit etwas mehr als einem Jahr Single. Ist es schwierig, hier einen Mann zu finden?
Es ist schwierig, den ersten Eindruck richtig einzuschätzen. Okay. Are you dreaming of... Träumen Sie von einer Familie? Ja, natürlich. Yes. With a lot of children. Mit vielen Kindern? Zwei wären perfekt. Are you... Sind Sie nervös an einem solchen Abend? Ja, ich bin aufgeregt. Barmanager Shingo kommt wieder. Für zwei Frauen am Nebentisch hat er zwei passende Männer gefunden. 25 Minuten lässt er die Frauen und Männer beieinander sitzen. Spätestens dann sollte man wissen, ob man sich noch mal treffen möchte oder nicht. Wenn man es bis dann nicht weiß, wird das sowieso nichts, sagt man hier. Der erste Eindruck ist also entscheidend. Wenn die Zeit um ist, tauscht man entweder Telefonnummern aus oder geht zurück zum Manager. Der gibt einem dann ein Feedback zum Treffen, wie eine Art Liebescoach. Während die vier hier anwandeln, setze ich mich zu den drei Männern im Abteil daneben. You're looking for love. Seid ihr auf der Suche nach Liebe? Ja. For marriage. Jemand zum Heiraten? Ja, heiraten. Yes. Du willst heiraten? Ja. Are you... Seid ihr möglicherweise schüchtern? Ja, wir sind Japaner. Yes. Yuki sitzt immer noch allein am Tisch. Wenn Manager Shingo nicht wirklich das Gefühl hat, es könnte etwas geben, bringt er seine Gäste nicht mit anderen zusammen. Yuki gibt auf. Dieses Wochenende wird sie vermutlich wieder alleine verbringen. Warum haben Sie heute Abend keinen Mann gefunden für Yuki? Warum wohl? Heutzutage ist es schwieriger, jemanden am Arbeitsplatz kennenzulernen. Wegen der vielen Überstunden hat man kaum Zeit, Leute zu treffen. Und solche Orte wie hier gehören zu den wenigen Gelegenheiten, denke ich. Yuki ist gekommen, weil sie von Freunden gehört hat, die hier früher einmal ihren Partner gefunden haben. Und sie ist auch schon wieder zurück am Platz. Der Mann, den sie getroffen hat, habe zwar eine gute Ausstrahlung, aber irgendwie habe es nicht richtig gepasst. Ihr sei Konversation sehr wichtig und in diesem Gespräch habe es einfach zu viele Pausen gegeben. Das erzählt sie Manager Shingo, der jetzt in seiner Rolle als Coach bei ihr ist. Was haben Sie von Manager Shingo gelernt? Anstatt auf das Äußere zu schauen, sollte ich auf meine Gefühle für diese Person achten. Gefühle sind wichtiger als das Aussehen. Shingo, welchen Rat würden Sie japanischen Männern geben und welchen japanischen Frauen? Männer tauschen zwar die Kontaktinformationen aus, aber sie sind so tollpatschig in der darauffolgenden Kommunikation. Frauen urteilen viel zu schnell. Frauen müssten sich nach diesem Treffen mindestens noch zu einem Dinner verabreden. Und so den Mann noch ein bisschen besser kennenlernen. Bis vor nicht allzu langer Zeit gab es in Japan vor allem arrangierte Hochzeiten. Liebesheiraten waren selten. Das ist heute anders. Aber mit der Freiheit sind auch die Ansprüche gestiegen, scheint mir. Und vielleicht auch die Überforderung. Einen großen Modernisierungsschub hat Japan in den 1970er bis 90er Jahren gemacht. In diesen Jahren ist auch die Wirtschaft regelrecht explodiert. Aber trotz aller Veränderungen in der japanischen Gesellschaft hat die Tradition ihren Stellenwert behalten.
In einem ruhigen Viertel von Osaka treffe ich Yasuo Michi. Er beherrscht ein jahrhundertealtes Handwerk. Konnichiwa. Michi-san. Michi de godaimasu. Patrick Rosan. Ja. Shashinka des. Yasuo Michi schnitzt Masken für das Nottheater. Das ist eine 700 Jahre alte Theaterform, die sich bis heute praktisch nicht verändert hat. Alle Rollen werden von Männern gespielt. Was für eine Figur es ist, erkennt man an den Masken. Sie sind das zentrale Element des Nottheaters. Je nachdem, wie der Schauspieler den Kopf hält, verändert sich der Gesichtsausdruck der Masken. Kumurasuru bedeutet, der Maske einen traurigen Ausdruck zu verleihen. Und wenn man sie so nach oben richtet, dann bekommt sie einen helleren Ausdruck. Ein Beispiel. Hier habe ich ein Gesicht auf das gefaltete Papier gezeichnet. So etwas Ähnliches macht man auch mit der No-Maske. Ich würde Yasuo Michi gerne für mein Buch fotografieren, am liebsten mit natürlichem Licht, damit man die schöne Stimmung in seinem Atelier auch auf den Bildern gut sieht. Der Mann beeindruckt mich. 15 Jahre lang ging er in die Lehre. Und erst nach 10 Jahren durfte er zum ersten Mal selber eine Maske schnitzen. Und auch nach 40 Jahren, in denen er sein Handwerk nun ausführt, macht er seine Arbeit immer noch mit großer Hingabe. Ich habe in den letzten Wochen auf unserer Reise gelernt, dass man in Japan sein wahres Gesicht nicht zeigt. Wie stark denken Sie, Herr Michi, dass jetzt diese No-Kunst eben etwas sehr typisch Japanisches auch ist, sein wahres Gesicht zu verbergen? Ich bin mir nicht sicher, ob man so direkt einen Bezug herstellen kann zwischen No und dieser japanischen Gewohnheit. Aber es gab einen historisch wichtigen No-Spieler, dessen Lehre lautete, man soll etwas nicht aktiv, explizit darstellen, sondern implizit spüren lassen. Zum Beispiel gibt es beim Auftreten auf der Bühne eine Haltung, bei der die Maske einen bestimmten Winkel hat. Wenn man diesen Winkel auch nur ganz sanft verändert, wird etwas ausgedrückt. Die Darstellungsweise ist also sehr eingeschränkt. Es ist wie so oft in Japan, wo vieles nicht gesagt wird, sondern man spüren, fühlen muss, um zu verstehen. Wunderschön. Würden Sie für mich eine solche Maske vors Gesicht halten, die fertige Maske? 100 Stunden arbeitet Yasuo Michi an einer Maske. Das Wichtigste sei, sagt er, dass jede Maske eine perfekte Kopie ihrer Vorgängerinnen ist. Künstlerische Freiheit, eine neue Interpretation. Das gibt es nicht in der No-Kunst. Natürlich würde ich die Masken jetzt auch noch gerne im Einsatz sehen. Yasuo Michi vermittelt mir einen Besuch im Kongo No-Theater. Hiroshi Kongo führt das Theater in 26. Generation. Seine Vorfahren haben es vor über 650 Jahren gegründet. Ich kann nicht viel sehen. Die Maske muss ich gut polstern, weil ich sie stundenlang trage. Diese Maske ist über 300 Jahre alt. Hiroshi Kongo behandelt sie wie einen Schatz. Sein Sohn Tatsunori, der das Theaterball in 27. Generation führen wird, verwandelt sich gerade in eine junge Frau. Es ist nur für eine Probe, aber trotzdem sehr aufwendig. Die Tradition sagt, in dem Moment, in dem der No-Spieler die Maske aufsetzt, fährt der Geist der Figur in ihn.
Das Nottheater ist streng formalisiert. Jede Bewegung ist genau festgelegt, seit Jahrhunderten. Sie verstecken Ihr Gesicht hinter einer Maske, müssen Ihr Gesicht verstecken hinter einer Maske. Fehlt da für einen Schauspieler nicht etwas ganz Wichtiges? Es gibt auch Rollen, bei welchen keine Maske getragen wird. Aber auch dort muss die Mimik des Schauspielers neutral bleiben. Das wird Untermaske genannt. Das eigene Gesicht wird dann gewissermaßen als Maske getragen. Gefühle werden also nie über die Mimik ausgedrückt. Es ist eher etwas, das aus dem tiefen Inneren herauskommt. Eine faszinierende Theaterform, die ich nicht ganz verstehe, aber ich bin beeindruckt von ihrer Eleganz. Von Osaka fliege ich nach Okinawa, die Hauptinsel einer ganzen Gruppe von kleineren Inseln, ungefähr 1200 Kilometer weiter südlich. Das Klima in Okinawa ist tropisch. Ich habe mich bei WWOOF angemeldet, den Willing Workers on Organic Farms, übersetzt den freiwilligen Helfern auf Biohöfen. Das bedeutet, ich gehe arbeiten und darf dafür kostenlos bei den Bauern wohnen. Die Begrüßung bei meiner Gastfamilie ist stürmisch. Doch außer dem Hund scheint niemand hier zu sein. Sumimasen. Sumimasen. I found the right place. Oh, ich habe den richtigen Ort gefunden. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Manabu. Nice to meet you. Akiko. Akiko. Hi, nice to meet you. Such a beautiful place. Mir gefällt es hier im Dschungel. Akiko sagt, sie seien vor 13 Jahren von der Hauptinsel nach Okinawa gezogen. Ihr gefällt es hier besser als auf Festland Japan. Die Menschen seien offener und entspannter. Sie haben ein Zimmer für Gäste. Normalerweise haben wir jeweils eine WWOOF-Person. Okay. So, dieses Unkraut musst du schneiden. Okay. Gibt es gefährliche Tiere hier? Snakes. Schlangen, ja. Deshalb machst du am besten so, bevor du anfängst. Okay. So, arigato gozaimasu. Danke dir. Danke. Los geht's. Mit einer kleinen, rostigen Sichel Unkraut schneiden in der feuchtwarmen, tropischen Hitze, mein Abendessen verdiene ich mir hart. Meine Gastgeber sind keine richtigen Bauern. Akiko ist ursprünglich Juristin, arbeitet aber nicht mehr auf dem Beruf. Und Manabu ist Keramikkünstler. Er wollte vor allem wegen des guten Lebens nach Okinawa kommen. Der Boden ist nicht nur wegen des Lehms sehr gut, er ist auch ziemlich fruchtbar. Das Unkraut jedenfalls wuchert hier wie verrückt. Die Yamagamis sind, wie viele Menschen auf Okinawa, Selbstversorger. Als Abschluss meiner Gartenarbeit steche ich noch die Frühlingszwiebeln aus. Akiko und Manabu haben 4 Kinder, 2 leben noch zu Hause. Das ist das Okinawa-Küchengerät Shiri Shiri. Wie heißt das? Shiri Shiri. Shiri Shiri. Shiri Shiri. Shiri Shiri.
Ah, sounds like this. Ah, so wie das Geräusch. Shiri. Ich gebe mir große Mühe, das Shiri-Shiri richtig zu benutzen. Geht's? Still fine, yeah? Ja, bis jetzt noch ohne Blutvergießen. So far? Du kannst aufhören. I can stop now. Kann ich den Rest essen? Okay. Ja, ja. Kanpai. Thank you very much for welcoming me. You're welcome. Oh, okay. Tribunus 2. Ah, and here we have fish. Yeah. You caught the juice? Ich liebe die japanische Küche. Sie ist sehr leicht und alles ist frisch. Und mit einem guten Sake dazu, dem japanischen Reiswein, gibt es auch gute Gespräche. Akiko erzählt mir von der schwierigen Geschichte von Okinawa. Sie sagt, die Menschen hier würden sich als Opfer fühlen. Früher war es ein eigenständiges Königreich. Dann wurde es von Japan annektiert. Ja, und die Menschen verloren ihre Identität. Ja, Japan gegen Okinawa. Japan hat Okinawa immer diskriminiert. Und Okinawa war im Zweiten Weltkrieg der einzige Ort, wo an Land gekämpft wurde. Die Amerikaner haben nicht auf der Hauptinsel gekämpft. Sie gingen nicht nach Tokio. Sie haben es nur bombardiert. Die Amerikaner haben dann für ihre Militärbasen den einheimischen Land weggenommen und sind geblieben. Wegen der Geschichte fühlen sich die Menschen auf Okinawa doppelt als Opfer. Betrogen und benutzt, so fühlt sich vor allem die ältere Generation. Wegen dieser Empfindung protestiert die ältere Generation gegen die US-Präsenz, aber es ändert sich nichts. Der Tag fing ganz harmlos mit Unkrautjäten an und endet politisch. Spannend. Die Geschichte mit dem Protest lässt mir keine Ruhe. Ganz in der Nähe soll eine Gruppe Demonstranten den Bau einer US-Basis blockieren. Hinako, meine Übersetzerin, weiß mehr. Heute Morgen ist die Polizei bereits vor Ort. In einer halben Stunde wird sie beginnen, den Platz zu räumen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auseinandersetzungen mit der Polizei im friedlichen Japan. Eine Demonstration in einem Land, in dem man normalerweise seine Meinung nicht sagt, das ist doch sehr außergewöhnlich. Die Sicherheitsleute der Militärbasis sind zurückhaltend. Sie kennen die Demonstranten. Ein paar von ihnen machen das seit 20 Jahren. Dann kommen zwei Polizisten. Sie wollen wissen, was wir da machen. Sie stellen sich mit Visitenkarte vor, bedanken sich für die Auskunft und verabschieden sich freundlich. Doch dann fährt die Polizei gröberes Geschütz auf. So geht das jeden Tag. Die Polizei löst die Demonstration auf, damit die Lastwagen endlich auf die Baustelle können. Jede Minute, die die Amerikaner nicht weiterbauen können, kostet Geld. Und das ist genau das, was die Demonstranten wollen. Sie wollen die Amerikaner von ihrer Insel vertreiben, weil es immer wieder gewaltsame Übergriffe durch Soldaten gibt, weil diese auch die Natur kaputt machen würden und weil die Menschen auf Okinawa Angst haben, sie könnten plötzlich das Ziel von Angriffen sein. Nordkorea ist nicht weit entfernt. Die Menschen auf dieser Insel haben schon viel durchgemacht. Davon können vor allem die ganz alten Menschen auf Okinawa erzählen. Und von ihnen gibt es hier viele. Auf Okinawa gibt es nämlich das Dorf der Hundertjährigen. Es heißt Ogimi. Und da sollen die ältesten Menschen der Welt leben. Ich treffe Hana Miyagi. Sie ist 93 und Mutter von 10 Kindern. Hana hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, als die Amerikaner Okinawa erobert hatten. Was halten Sie von den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Japan und auf Okinawa? In Japan, in Okinawa, the whole development. Hi.
Unter der Kontrolle der japanischen Regierung waren wir immer arm. Seit die Amerikaner hier sind, sind wir reicher. Sie sind also froh, sind die Amerikaner hier? Ja, ich bin dankbar und glücklich, dass sie uns beschützen. So, can you please describe me? Reden wir über Ihren Alltag. Wie sieht er aus? What is your daily program? Jeden Tag züchte ich unter anderem Goya, das typische gesunde Gemüse hier. Ich pflanze Goya an, entferne die Insekten und Schnecken aus meinem Garten. Das ist mein morgendliches Fitnesstraining. Das ist eine Goya. Das Geheimnis ihres hohen Alters. Was denkt sie über die jungen Leute? Heutzutage gehen alle gleich ins Spital, wenn sie ein wenig Fieber haben. Meine 10 Kinder waren nie im Spital. Wir hatten kein Geld für sowas. Ich machte ihnen ein Getränk mit Wildkräutern und Zucker. Das senkt das Fieber. Das Fieber geht auch weg, wenn man Bananenblätter aufs Genick legt, wie ein Kissen. So machten wir das. Das Leben auf Okinawa ändert sich, wie überall in Japan. Nicht nur wegen des Einflusses aus dem Westen, aber auch. Traditionen gehen verloren. Alles im Garten ist Gemüse. Das kannst du essen. Na gut. Ich esse das immer. She wants to collect it? Dass die Leute hier in Ogimi so alt werden, hat verschiedene Gründe. Das gesunde Essen ist einer, aber auch das Klima und die gute soziale Vernetzung im Dorf haben einen großen Einfluss. Einmal pro Woche treffen sich die ältesten Frauen der Welt im Gemeindezentrum von Ogimi. Hana Miyagi und ihre Freundinnen können hier auch ihre Gesundheit checken lassen. Dass die Frauen in Ogimi nicht nur alt, sondern auch gesund alt werden, könnte damit zusammenhängen, dass man hier auf der Insel nach dem Grundsatz Harahachibu lebt. Harahachibu heißt, füll deinen Bauch nur zu 80%, mehr sei ungesund, sagt man hier. Sprichst du Japanisch? Verstehst du Japanisch? Als ich jung war, war ich sehr hübsch und meine Haut war wunderschön. So alt bin ich jetzt. Ich bin jetzt 90. Du schwitzt. Komm, ich trockne dich etwas ab mit dem Taschentuch. Oh, you're so nice. Arigato gozaimasu. Du hast schöne Arme. Was arbeitest du? Ich bin Fotograf. Gut, dass mich Aiko Miyagi daran erinnert. Ich sollte ja noch arbeiten. Vor lauter Herzlichkeit hätte ich das fast vergessen. Was für eine Zeit in Okinawa. Ganz ehrlich, der Abschied fällt mir nicht leicht. Ich gehe trotzdem weiter Richtung Süden, noch einmal 430 Kilometer, und zwar auf die Insel Ishigaki, ganz in der Nähe von Taiwan. おはようございます。
Hier besuche ich Tomohiro. Man hat mir gesagt, dieser Mann hätte eine ganz besondere Geschichte. Hey, Tomohiro. Tomohiro, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much for welcoming us. What a wonderful place to live. Tomohiro baut Sabani. Das sind traditionelle Boote, die ganz aus Holz gemacht sind. Und da gibt es keine Metallschrauben oder Nägel? Wenn du Metallnägel verwendest, werden die nach 10, 20 Jahren rostig und es bildet sich ein Loch rundherum. Der Nagel wird lose und fällt raus. Ein Bambusstift hingegen wird eins mit dem Holz des Bootes. Solange das ganze Holz hält, kannst du das Boot benutzen. Wenn ein Stück bricht, kann ich es heraussägen und ein neues Stück einfügen. Tomohiro kommt ursprünglich aus Tokio. Dort arbeitete er in ganz verschiedenen Berufen, aber richtig zufrieden war er nie. Irgendwann wurde ihm alles zu viel und er beschloss, mit seiner Familie nach Ishigaki auszuwandern. Hier lernte Tomohiro einen alten Bootsbauer kennen. Der war 82 und wollte sich langsam zurückziehen. Tomohiro war von der traditionellen Handwerkskunst sofort fasziniert. Und der alte Bootsmacher zeigte ihm, wie er selber Sabani bauen kann. Endlich hatte Tomohiro seine Bestimmung gefunden. Die Sunset Beach. Hier liegt Tomohiros eigenes Sabani vor Anker. More. Okay. Perfect. Normalerweise fährt Tomohiro mit Touristengruppen aufs Meer. Heute will er mit mir schnorcheln gehen. Hat sich dein Leben verändert, seit du hier lebst? Während ich in Tokio arbeitete, um meine Familie zu ernähren, versteifte sich meine innere Haltung. Ich merkte, ich arbeite, um zu überleben. Ohne Arbeit kein Leben, ohne Geld kein Leben. Hier auf Ishigaki änderte sich meine Mentalität dann langsam. Es funktioniert auch anders und einfacher. Von der Natur rundherum erhält man ja Wasser und man kann Nahrung anbauen, damit man essen und überleben kann. Die Dinge sind da und du kannst anfangen zu leben und hast Zeit für die Familie. Was muss ich wissen, bevor ich ins Wasser springe? Mach Druckausgleich, wenn du abtauchst. Kannst du das? Okay. Ich verstehe, was Tomohiro meint, wenn er sagt, er habe hier mit seiner Frau Akemi und den beiden Kindern das Paradies gefunden. Der Sohn ist schon größer, Tochter Urara lebt noch bei den Eltern. Urara ist hier auf Ishigaki geboren. Es gibt kaum Einschränkungen. Wir können unsere Familienzeit selber gestalten. Nachbarn sind wie eine erweiterte Familie. Wir sind glücklich. Ich
Wenn ich das richtig sehe, hast du heute zwar weniger, aber dein Leben ist viel besser als früher. Das stimmt. Ich finde, Glück hängt nicht vom Anhäufen von vielen Dingen ab. Mein neuer Fokus? Wie mache ich mein Leben reicher? Wie kann ich eine tiefere Erfüllung finden mit dem, was ich habe? Das macht mich viel glücklicher. Ich zog vor bald 6 Wochen los, um mit meiner Fotokamera Japan zu entdecken. Auf eine Art, wie man es sonst nicht kennt. Mein Ziel war, ein Buch zu machen über dieses Land und seine Gegensätze. Ich bin so vielen verschiedenen Menschen begegnet, wie ich es nie erwartet hätte. Sie haben mir Einblick gegeben in ihr Leben. Japan wird mir vermutlich trotzdem immer fremd bleiben. Aber ich verstehe es nach dieser Reise schon ein bisschen besser. Und ich weiß, ich möchte auf jeden Fall wiederkommen. Irgendwo tief in mir drin hat dieses Land, haben diese Menschen etwas in mir berührt.